Review Zeit, Ladies und Gentlemen, Nickelodeon Teenage Mutant Ninja Turtles Fans da draußen. Als erstes gibt es mal ein kleines Happy New Year 2016 von mir, von Henning von Dark Schnegger Reviews. Ich hoffe, ihr seid alle super gut reingerutscht. Es geht weiter mit den Turtles Reviews. Heute gibt es mal wieder eine kleine, naja, nicht ganz kleine Dimension X Pause, denn was ich euch heute zeige, gehört eigentlich auch zur Dimension X dazu. Noch Ende letzten Jahres bei mir eingetrudelt, zeige ich euch heute den Savage Mikey, der Dimension X Meister, unser guter Mikey. Ja, wer ihn noch nicht kennt, ich stelle ihn euch mal kurz vor. Hinten drauf auf der Verpackung haben wir natürlich wieder typisch die Bio am Start, wie wir es schon kennen von den Turtles. Da seht ihr schon, Savage Mikey, der Dimension X Meister. Ja, wie kommt es dazu, dass er ein Dimension X Meister geworden ist? Er ist der Erste, der durch ein Portal gejumpt ist, das in die Dimension X führt, und durch die Zeitverschiebung hatte Mikey eine Menge Zeit, sich in der Dimension X zurechtzufinden und hat sich sozusagen dort durchgekämpft, sich angepasst. Er hat ein paar Krang erledigt, was auch ja, an dieser Figur so ein bisschen zu sehen ist. Und auch hier an dem Bild, denn hier oben drauf, ja, er hat einen Krang erledigt und hat ihn sozusagen als Helm jetzt umfunktioniert. Er hat ihn ausgehöhlt, das ist völlig creepy. Hier seht ihr noch Krang-Tentakeln runterhängen und er hat sogar seinen Gürtel noch mit Krang-Kristallen umschlungen und ist jetzt sozusagen der Meister der Dimension X und kennt sich auch schon so ziemlich mit allen Bösewichten oder Viechern dort aus. Und ja, versucht ihn halt seine Brüder zu befreien und auch Leatherface zu befreien. Ich meine Leatherhead, Verzeihung. Und ja, jetzt versucht er halt so mit seinen Brüdern den Weg zurück zur Erde zu kämpfen. Hm? So viel dazu. Ansonsten gucken wir uns nochmal den Rest der Verpackung an, ob es da noch was Interessantes, Neues gibt. Schauwing. Ja, gucken wir mal. Was haben wir denn hier noch Feines? Ich sollte jetzt mal ein bisschen mehr den Zoom funktionieren hier. So, oh, Zoom funktionieren, du bist fertig. Ja, neues Jahr, neue Versprecher. So muss es sein, Leute. Ja, wir haben hier oben drauf noch die Battle Shell Turtles am Start. Die haben wir lange nicht mehr gesehen in der Line. Hier Casey Jones, da ist schon der Savage Mikey. Dann haben wir hier noch Monkey Brains, Dojo Splinter, Karai Serpent, Mystic Leonardo und Mystic Raffi sind hier am Start. Aber dann haben wir noch eine etwas neuere Variante der Turtles, und zwar die Head Dropping Turtles. Einmal Mikey und einmal Raffi. Die sind eigentlich auch ganz lustig, gab es auch schon in den 80ern. Ihr könnt einfach oben den Kopf so flup, ne, nach unten reindrücken in den Panzer, halt wie eine Schildkröte halt den Kopf verschwinden lässt, wenn Gefahr droht. Auch eine nette kleine Sache auf jeden Fall. Napoleon Bonafrock ist noch hier für euch am Start. Dann auf der rechten Seite wieder mal die Bad Guys mit Shredder, Robotic Foot Soldier Krang, Mutagen Man, Tiger Claw, Dog Pound, Stockman Fly, Scribblenoid, Bebop, Rocksteady, die Mutant Shredders und ganz unten ist noch Spider Bites. Ja, ansonsten nichts großartig Neues für euch hier am Start. Ich denke mal, eher in der nächsten Review wird es dann noch mal ein bisschen interessanter. Ich würde sagen, ich packe jetzt Savage Mikey aus und dann gucken wir ihn uns mal an, was er mit den armen Krang gemacht hat, der da jetzt schon auf seinem Kopf thront. Joho, armes Viech. Und da ist er befreit aus seiner Verpackung, der Dimension X Meister Savage Mikey. Ja, vor euch steht eine super coole Figur, eine tolle Variation unseres Turtles Lieblings Mikey. Ich muss sagen, mir gefällt er sehr, sehr gut. Gerade so die Farben sind mal wieder sehr erfrischend, auch wenn es eigentlich ein toter Krang ist, den es da zerrissen hat. Aber ich würde sagen, wir gucken ihn uns mal ein bisschen mehr im Detail an. Und zwar gehen wir mal in den Kopf rein. Denn das ist auch mit das Wichtigste. Ihr seht hier, dass wir hier einen, ja, einen Mikey-Kopf haben, wo obendrauf halt ein toter Krang hockt. Der ist sozusagen ausgehöhlt worden. Ne? Ihr seht noch hier oben, da sind die Krang-Tentakeln hier. Das sieht wirklich super lustig aus, als hätte Mikey jetzt so einen Irokesen am Start. Vorne drauf so eine leichte blaue Färbung auf der Stirn. Hier könnt ihr noch leicht die Zähne erkennen. Ich hätte mir gewünscht, dass das so ein bisschen noch weiß angemalt geworden wäre. Angemalt geworden wäre. Ich muss langsam auch mal meiner Wortwahl irgendwas machen, oder Leute? Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Die Krang-Haut, die hier auf Mikeys Kopf thront, hat noch so ein bisschen porige Struktur. Das sieht auch sehr, sehr lustig aus. Na, und hinten guckt dann halt noch das Bandana raus. Auch wirklich sehr, sehr lustig gemacht. Ja, ansonsten hat Mikey hier noch überall so Tentakeln an seinen Armen und an seinen Beinen hängen, auch so Krang-Tentakeln. Die hat er sich so zusammengebunden und die hängen jetzt hier überall dran. Habt ihr hier auch am Bein hier noch einen? Da hängt er. Alles sehr flexibel, äußerst lustig gemacht. Und ansonsten hat er halt seinen typischen, naja, nicht typischen, er hat seinen Gürtel um, der auch so ein bisschen hier mit den Krang-Kristallen besetzt ist, was ich euch ja vorgelesen habe. Das Ganze ist leider ein bisschen farbarm geworden.
Der Prototyp sah noch ein bisschen cooler aus, aber nichtsdestotrotz finde ich, ist der hier ganz gut geworden. Ihr seht hier auf der Seite zum Beispiel, da fehlt die Bemalung der Krenn-Kristalle, ne? Das ist ein bisschen ärmlich leider auch hier. Aber auf der Front ist das ganz okay und ich meine, ihr displayt ihn ja sowieso eher so, dass wir ihn auf der Front sozusagen sehen. Auf der Rückseite, der blaue Gürtel, ist hier einmal komplett durchweg blau, ne? Auch leider keine Highlights am Start. Und hier muss ich auch mal sagen, ist Playmates wieder ein bisschen voll geworden. Nicht mal diesen Bereich, diesen inneren hier, den haben sie nicht mal ausgeschnitten. Was ist denn da los? Oder es war vielleicht eine kleine Schwachstelle und der Gürtel wäre sonst zu fragil geworden und das ist vielleicht beim Prototypen gerissen, wer weiß das schon. Ja, ansonsten, der gute Savage Mikey kommt eigentlich so, wie wir Mikey kennen. Ne? Ihr seht das, er hat seine Ellbogenschützer hier am Start in Braun, er hat seine Wrist-Umarmung, es wird immer schlimmer, seine Umwickelung hier. Die sind hier in Braun gehalten, vorne leider wieder keine Farbe, aber das ist typisch Playmates. Ne? Die hätte nämlich noch weiß sein müssen, das ist leider nicht für uns am Start. Und ja, ansonsten auch hier, ne, die Knieschoner, auch die in Braun gehalten und hier auch nochmal diese ganze Umwickelung in Braun gehalten. Eigentlich ein Standard Mikey. Auf der Rückseite sehen wir auch seinen Panzer, der in einem schönen, dunkleren Grünton auf jeden Fall gehalten ist. Ja, ansonsten gibt es am Mikey gar nicht viel zu sehen. Ich finde, er sieht lustig aus, er ist cool gemacht und komplettiert auf jeden Fall meine Turtles-Sammlung wieder um ein schönes kleines Stück. Aber er kommt euch vielleicht so ein bisschen bekannt vor. Woran mag das wohl liegen, Leute? Es liegt daran, dass wir hier eigentlich einen kompletten Reuse einer von uns bekannten Figur von unserer Sammlung schon haben. Denn wir können diesen super armen Krang hier oben auf dem Kopf entfernen, denn das ist nur ein Helm und darunter verbirgt sich dann halt flipp, der Battle Shell Michelangelo. Das kann ich euch mal kurz beweisen, denn hier ist mein Battle Shell Michelangelo. Und da seht ihr schon, es ist der komplett gleiche Head Sculpt, ne? Also es ist wirklich die gleiche Figur, außer dass ihr natürlich jetzt nicht hinten den Panzer öffnen könnt, das geht natürlich nicht, ne? Aber ihr seht das, da sind wirklich Ähnlichkeiten auf jeden Fall vorhanden, gerade im Kopf. Der Kopf ist zu 100% der gleiche und das heißt auch, wenn ihr diesen Savage Mikey jetzt irgendwie nicht haben wollt oder nur halt den Crane-Kopf, dann packt ihr den beiseite und könnt halt den armen Krang hier bei eurem Battle Shell Mikey umraufpacken oder irgendeinen anderen Mikey. Es sieht auf jeden Fall super, super lustig aus. Tja, hat er sich gelohnt für mich? Ja, auf jeden Fall, denn ein Mikey kann man immer nicht, ja, man muss noch immer einen Mikey mehr haben in seiner Sammlung. Ich weiß gar nicht, Gott, sieht das aus? Ist ein bisschen tief, du musst gucken. So, yeah. Ein Mikey mehr in der Sammlung tut meiner Sammlung immer gut. Ne, er sieht lustig aus, wieder eine lustige kleine Variation und mal wieder was anderes. Und ich finde es gut, dass Playmates da zumindest so ein paar Kleinigkeiten aus der Serie immer übernimmt, auch wenn es dann wahrscheinlich nur mal ein, zwei Folgen lang in der Serie drin vorkam, haben wir doch eine coole Frisur. Was ist los? Ich habe gerade hier oben auf die Spikes geguckt und da dachte ich, coole Frisur und habe das falsch ausgesprochen. Ja, die Neujahres 2016 erste Review der Turtles geht wieder voll in die Hose. Aber ihr merkt auch, ich bin guter Laune und ich freue mich drauf, euch den guten Savage Mikey zu zeigen. Ja, hat Mikey noch irgendwelche Accessories dabei, die er in seiner Wildnis im Kampf gegen Mutanten und irgendwelche anderen Krabbelfiecher ja, benutzen kann? Natürlich, typisch Mikey, seine Schakos sind natürlich auch mit rüber in die Dimension X gewandert und damit schlägt er sich jetzt halt ein bisschen durch, obwohl ich mir vorstellen kann, dass er da drüben auch noch andere Möglichkeiten gehabt hätte, neuartige Waffen irgendwie zu entwickeln oder einfach zusammenzubasteln, um gegen irgendwelche Viecher halt anzukämpfen. Und ja, das sind, denke ich mal, auch die gleichen Schakos, wie wir sie von Battle Shell Mikey hier sehen. Ja, ich denke schon, ne? Ich nehme mal hier einen raus, kurz zum kleinen Vergleich. Und mal hier kurz einen weggenommen. Komm mal her. Also das ist hier von Savage Mikey, das Shaku. Ganz normal, standardbraun. Und hier ist das vom Battle Shell Mikey. Und es sind auch hier natürlich die gleichen. Bisschen schade, muss ich sagen, dass hier ein Reuse gemacht wird. Einen kleinen Unterschied gibt es schon. Ob ihr das sehen könnt, weiß ich nicht. Das Ding ist ein bisschen heller als das. Aber ansonsten ist es genau der gleiche Mold. Es sind die gleichen Shakus wie vom Battle Shell Mikey. Ja. Das war's eigentlich schon. Mehr kann ich euch zu dem coolen Savage Mikey gar nicht zeigen. Aber ich denke mal, wer Bock auf diese Figur hat, er lohnt sich auf jeden Fall. Ich finde, er ist ein natürlich lustiger kleiner Kerl geworden. Ich finde ihn cool. Auf jeden Fall finde ich ihn cool. Und er macht sich auch wieder sehr gut in meiner Sammlung. Denn wie gesagt, einen Mikey mehr oder weniger, das fällt gar nicht mehr auf. Ich habe schon so viele Turtles. Und ja, ich muss mal gucken, dass ich dann auch irgendwann nochmal ein Turtles-Update für euch am Start mache.
aber dann möchte ich auch erstmal die Dimension X-Figuren durchziehen. Ja, sprechen wir noch mal kurz über Dimension X-Figuren. Ich habe nächste Woche für euch noch eine Review am Start und dann muss ich erstmal gucken, dass ich an die neuesten überhaupt rankomme, denn ja, es ist nicht so ganz leicht, die relativ günstig zu bekommen, denn ich muss euch ja auch gestehen, ich werde die Figuren jetzt nicht für 30 Euro aufwärts kaufen. Das ist eine miesen Abzocke, das muss nicht sein. Ihr müsst bedenken, die Figuren kosten nur 12,99 Euro. Ne? Also vielleicht, wenn da jetzt mal übernächste Woche keine Review kommt, dann müsst ihr euch etwas gedulden. Aber ich denke mal, da könnt ihr dann alle ja mit klarkommen. Auf jeden Fall kommen dieses Jahr noch einige coole neue Turtles Reviews. Das verspreche ich euch. Ja, Leute, das war es eigentlich schon für diese Review. Die erste Turtles Review im Jahre 2016. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Auch Battleshell Mikey. Guck, sind sie nicht süß, die beiden. Ja, also Leute, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wie immer nächsten Mittwoch oder in der nächsten Review. Macht's gut, bis denne dann und reingehauen. Booyakasha! Was geht ab, Dudes? Das war ja nun der coole Savage Mikey, der sich die Crank schnappt und sie sich aushöhlt und komisch auf den Kopf packt. Und es ist eigentlich voll eklig. Aber die Figur ist cool auf jeden Fall. Und ja, ist eine tolle Erweiterung für meine kleine Mikey-Sammlung mittlerweile. Denn es sind doch schon einige Mikeys jetzt ja in der Line auf jeden Fall am Start für uns. Und auch der hier ist wirklich super, super lustig. Also wenn er euch gefällt, dann schnappt ihn euch, wenn ihr ihn sehen solltet. Der macht sich auf jeden Fall cool, gerade so mit seinen kleinen Stacheln auf dem Kopf. Ja, nächste Woche, Leute, geht es mit den Dimension X-Figuren weiter. Nächste Woche werde ich mir Lord Rack endlich mal schnappen. Der ist jetzt auch schon einige Wochen hier bei mir. Aber da ich ja eine schöne weihnachtliche und Neujahrspause gemacht habe, ja, verschiebt sich das Ganze ein bisschen. Und jetzt kommt halt nächste Woche für euch Lord Rack und ihr dürft euch dann drauf freuen. Danke, Leute, für immer fürs Zuschauen, bevor mir die Luft ausgeht und Mikey mir doch ein bisschen Angst einjagt mit seinem gehäuteten Krang. Sage ich, macht's gut, bis denn dann und wie immer reingehauen.